Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Twivers Map zusammen mit Markus und Tino. Nein, Markus heiße ich nicht, aber ich heiße Markus. Ja, servus Leute. Moin. Und nackt sitze ich auch nicht vom PC. Nackt nicht? Nein. Schade. Weiß nicht, wieso das schade ist, aber. Es wäre irgendwie unbequem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn man Kunstleder oder Ledersessel hat und dann. Weiß nicht. Ja, da habe ich eh schon ein Handtuch drüber liegen, weil die ganzen Fusseln auf meiner Kleidung sonst immer picken und muss mir jetzt einen neuen Sessel kaufen, noch einmal. Da hast du mir letztens schon was Schickes gezeigt. Ich glaube, die sind bequem. Ja, ich wollte ja demnächst auch mal, das war jetzt auch vor, weiß ich nicht, ich glaube im Oktober, November war das häufiger Thema, das Ding mit den Playseats da. Ja, du wolltest es über Weihnachten machen. Ja, das war dann ich wollte ja eigentlich auch im August eine Montage machen. Ja. Ich habe zum Glück nicht ein Ja dabei gesagt. Das könnte sich dieses Jahr ausgehen. Meinst du? Boah, ich hätte da schon extrem Bock drauf. Aber hatte ich jetzt eigentlich das letzte halbe Jahr durch? Nein, aber jetzt hast du mal zu Weihnachten ein halbwegs sinnvolles Schneideprogramm bekommen. Ja, das hätte ich aber damals mit Powder Hector auch machen können. Ja, aber es ist schon was anderes. Oder nicht? Ja, doch. Hauptsache, mir war das eigentlich nur wichtig wegen VM-Server. Okay. Vom Schnitt her, klar, gibt mehr Effekte und sowas, aber. Ja, ich glaube, eine Montage ist wieso eher wenig Effekte, sondern eher Schnitt. Na, ich weiß nicht. Es ist schon Überblendungen, richtige Zoom, also zu Zoom-Effekte reinmachen. Ja. So Zoom-Überblendungen finde ich sehr interessant in einer Montage. Dass du teilweise nicht irgendwo stehst. Gar nicht viel bewegst und dann zoomst du so beim bewegten Bild genau vielleicht auf das Frontrad oder zoomst hinaus beim Rein und sowas schaut schon cool aus. Ja. Das ist halt urmega viel Arbeit, aber schaut halt auch verdammt geil aus. Ja, aber ich sag mal, wenn die Montage 5 Minuten dauert, dann darf die auch 2 Stunden im Schnitt brauchen. Wird sich nicht ausgehen. Ja. Da braucht mehr. Bei einer wirklich schönen, gemachten, nur im Schnitt, ja, die Aufnahme noch zusätzlich. Okay, Aufnahme rechne ich einmal bei einer Montage zu machen. Eine Stunde mindestens für eine 5-Minuten-Montage. Ich glaube, wenn du das wirklich zur kompletten Zufriedenheit machst, 3-4 Stunden. Na, ich glaube, wenn du weißt, was du für Szenen haben willst, ungefähr. Ja, und dann halt Leute dabei haben. Leute dabei haben, die was sinnvoll machen. Ah ja, und ich habe von Nico letztens sind. Ich weiß nicht, hast du den Tipp mit dem Punkt gemacht? Gestern? Oder war das wer anderer? Dass man den Online-Namen einfach mit einem Punkt versehrt, sieht. Punkt, das habe ich dir gesagt. Dann sieht man nicht den Namen über den Fahrzeugen später. Man achtet nicht mehr drauf. Ja. Der Punkt verschwindet automatisch. So machen viele das bei den guten Montagen, habe ich auch schon mal gesehen. So. Weil das hat schon irgendwas, seine Montage. Aber ich muss sagen, für mich wäre es jetzt gerade, also ich habe dabei ein Video gemacht, damals von der Abschlussfahrt, wo wir in Irland waren. Das war, da habe ich ein Video dazu gemacht mit Videoschnitt und so weiter und das war eine Arbeit, weiß nicht, da bin ich einen guten Nachmittag dran gesessen. Ja. Da habe ich so Texte von den Leuten bekommen, wie Bilder einblendet und bla bla und dann Musik hinterlegt. Ich habe ja auch schon häufiger für die Schule, irgendwie für Kunst, Musik und so weiter, Filme gemacht mit Freunden. Und ich bin ja meistens dann einer, ja, ihr müsst das in 8 Wochen an dem Mittwoch abgeben. So, 8 Wochen wird gechillt, Dienstagabend. Habt ihr vielleicht Zeit? Nö, doch nicht. Ja, dann Mittwochmorgen. Nein, so extrem war das nur einmal. Und da haben wir dann ungeschnitten als One-Taker. Aber das war ganz cool. Ich weiß nicht mehr, wer gefilmt hat. Aber dann haben wir das irgendwie wirklich so hingekriegt in einem 3-Minuten-Film. Und dann immer nur die Stopptaste beim Aufnehmen gedrückt, sodass am Ende ein Video draus wurde. Weißt du? Und dann eben anders hingestellt, neue Szene. Das war genial. Da haben wir sogar irgendwie noch 2 Plus oder so für gekriegt. Da hatten wir aber auch richtig, das war haarscharf. Das waren noch Zeiten. Das war noch Zeiten, ja. 8. Klasse war es, glaube ich. Aber später hatten wir es auch schon mal so, dass mit Schnitt und so, da kannst du gerade fürs Aufnehmen, dann, bis das alles mal so ist. Klar, das ist ja alles wie so relativ amateurhaft, aber dann irgendwie kannst du schon so 3-4 Stunden zum Film rechnen für einen 10-Minuten-Film.
Das schämen wir. Ja, und dann schneiden, wenn du das halt vernünftig machen willst, dann bist du auch mindestens 2 Stunden dran. Also ein Freund von mir, der macht das so Real-Life-Montagen, auch landwirtschaftlich. Und der sitzt, wenn er gut schneidet, und er macht sie wirklich gut, sitzt er meistens so 8-9 Stunden an einem 3-4-Minuten-Video. Ja. Mindestens. Ja. Weil ich schätze, du kannst gut einen Tag rechnen, dass du nur mal für das Schneiden verwendest. Ja. Weil dann fällt dir vielleicht, du nimmst einmal auf, teilweise verschiedenste Szenen, dann schaut, muss er die ja alle anschauen und das mehrfach und die sollen ja irgendwie zusammenpassen. Auch cool wäre natürlich, wenn jeder, der bei der Montage mitmacht, seine Sicht aufnehmen kann und einen zuschicken kann. Dann kannst du so richtig verschiedene Kameraperspektiven bieten. Bei LS ja, müssen die, aber alle das HUD ausblenden, sonst sieht es nämlich doof aus, wenn er immer so HUD aus. Die kannst du sowieso selber auch, die verschiedenen Kameraperspektiven. Ja, ich meine jetzt, dass du quasi wirklich abwechselnd zwischen einer Cockpit-Perspektive, die da gerade beim Abfahren fährt, und einer Außenansicht vom Feld, vom Drescher aus, dass du da halt richtig hin und her springen kannst. Ja, das Problem ist nachher nur, dass alle die gleichen Grafikeinstellungen nehmen sollten. Und alle gleich gut encodieren und alle gleich gut aufnehmen. Ja. Bräuchte man am besten Leute, denen das egal ist, wenn die mal eben unkomprimiert hochladen können. Das ist ein Stundenvideo. Was weiß ich, das wären ja wahrscheinlich nur kurze Schnipsel. Ich weiß nicht. Ich würde, wenn ich aufnehmen würde, ich das die ganze Zeit aufnehmen, weiß nicht, 1-2 Stunden und dann mal nachher das rausschneiden, was ich brauchen kann. Ja, bei deinen Encoding-Einstellungen wäre es wieso egal, dann kannst du mir das auch encodiert schicken. Ja, ich kann da gerne mitmachen und gerne aufnehmen auch dabei. Ich muss gerade daran denken. Da waren wir bei dem Community-Server damals im August, war das auch ungefähr so. Ja, Mensch, da hole ich morgen mal mein Lenkrad raus und dann können wir das aufnehmen. Hast du da, glaube ich, gesagt. Weiß ich nicht. Markus und das Lenkrad. Ich verkaufe das jetzt. Und dann holt er sich ein T500 RS oder so. Dann gibt er richtig Knallgas. Ich kaufe mir ein, weiß nicht, Ferrari irgendwas, stelle ihn in mein Zimmer und schließe ihn an den PC an. Dann habe ich den realen Sound auch noch dazu. Ach so. Ist ja egal, was für ein Lenkrad. Und nach 2,5 Minuten liege ich sie tot im Zimmer. Wieso? So, ich bin jetzt übrigens fertig. Ja, wenn du dir einen ordentlichen Ferrari ins Zimmer stellst, den anmachst, dann hast du aber ein Problem. Ach, geh, das mache ich schon. Ach, er ist ein GTR gewöhnt. Da ist nicht viel mit Ferrari, schreckt ab. Boah, GTM Zimmer stehen haben wir auch cool. Boah. Am coolsten ist auch, das hat hier ein Arzt in der Nähe, ich glaube, das ist ein Zahnarzt. Der hat den Boden, ich weiß gar nicht mehr, ob das in seinem Haus oder in seiner Praxis war, aus Glas. Und darunter ist eine Garage. Und da hat er seine Autos drin stehen. Da hat er einen Turbo S oder so stehen. Boah, schaut auch cool aus. Ja. Und der Turbo, der ruppt auch ganz gut was weg. Ja, aber trotzdem, das ist was nicht. Da ist ja Freaks nachher. Ja. Ah, vielleicht habe ich auch bald meinen Kitty ja da stehen. Wollte ich gerade sagen. Ja, gerade du. Wenn du hast immer wie viel? 100, knappe 70 oder 80.000 neu? Nein, 100.000 neu. Na, 110, wenn du mit allen nimmst. Ja. Wenn du in Vollausstattung aber nimmst, glaube ich. Ja, ja, mit Trackpack ja. Oder so. Ich will immer Trackpack. Na, Black Edition. Ja, Black Edition ist, nee, ist die Vorstufe. Und dann kommt Trackpack. Ist okay. Ja so Streckenpaket. Ja, darf ich dann überhaupt noch auf der Straße fahren? Ja, ja, aber dann hast du irgendwie. Schaltschutz gab es. Beim R8 gab es ja zum Beispiel mal. Boah, wie hieß der? R8 GT, genau. Der wurde standardmäßig mit Slicks ausgeliefert. Okay. Ist auch geil. Darfst nirgends fahren damit im Endeffekt. Ja. Aber geil. Aber geil. Wie dein Kalk da hinten rausstritt, ist auch aber geil. Ja, das gehört dann ja eigentlich auch zum Gulimist-Mod. Ja. Das wäre natürlich. Das wäre noch interessant, wie das nachher ist. Weil wir können immer gerade so, wenn wir so großen Umbau planen, auch vielleicht, dass man da auch andere Lager, dass wir, dann können wir das Saatgut oder gerade so Kalk, Flüssigdünger und so weiter haben, das lagern am Hof. Ich hätte gerne irgendein großes Gebäude, ich weiß nicht, da müsste man wahrscheinlich fast selber was machen. Weißt du, so eine, so mehr Industrielagerhalle mäßig. Vielleicht so wie diese große Scheune auf der Hagenstedt-Map. Wo bei den Community-Server immer abends alle Maschinen reingestellt wurden, weißt du? Und da dann an den Seiten halt Hochregale. Und in der Mitte vielleicht eins. Und da dann schön Paletten und sowas reinstapeln.
Das wäre cool, finde ich. Ja, gar nicht mal so viel Arbeit. Eh nichts. Die Regale gibt's eh schon. Die brauchst du eigentlich nur reinhauen. Ja. Und aber beim Bauerhelm und darunter ist schon eng. Ja, und gerade mit der teuren Maschine, da fahre ich lieber außen rum. Ah, teuer. Ein Lederkuchen. Hä? Als die du. Ach ja. Ah, ich habe mich gerade so verfahren. So eingepackt da bei dem Zaun. Gerade nicht rückwärts rausschieben können. Jetzt geht's wieder. Säst Leute, du schon, Nico? Ich bin gleich schon mit Feld. Warte. Eins fast fertig. Ich bin jetzt drei Bahnen, dann Vorgewende. Weil dann werden wir erstmal davor spulen. Ich sag dann Bescheid. Jo. Machen wir das so. Darfst du, wenn wir Tübers aufnehmen aus zwei Perspektiven und du schneidest das jedes Mal zusammen, die Highlights? Ja, das hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob PietSmiet das immer noch so macht, aber zu Hochzeiten von dem Mod haben die mit 6 Leuten gleichzeitig aufgenommen. Und dann gab es immer gerade interessante Stelle und dann hast du immer so gehört, so Synchro, 1, 2, 3 und jetzt dann Sicht sowieso und dann haben die dazwischen geschnitten und dann, ja, und dann hat teilweise noch so, sag ich mal, hatten die in den Aufnahmen noch so technische Besprechungen, ja, ich lade sie gleich auf Dropbox hoch und so weiter. Nein, das macht er jetzt mit Chris zusammen. Und ja, gut, und du musst ihn leider den Drescher zurücksetzen. Okay. Oder du springst ihn ein, vielleicht kannst ihm du rauspacken, aber ich glaube nicht. Können wir im Ort, hier in Salzburg, in dem Ort Mist verkaufen, weil ein Haus da hat einen Misthaufen im Garten. Habe ich gerade gesehen. Wirklich einen großen Misthaufen, also einen größeren als wie an der Kuhweide bald. So ein wie beim Helmut. Wo ist der circa? Direkt am Anfang, hier links an den Abhang, halt bei Feld 7 da. Ne? Können wir schon vorstellen, dass der da irgendwo noch eine Verkaufsstelle reingeholt. Ist halt für den lokalen Kompost, würde ich sagen. Wie weit circa? Halt ganz auf dem anderen Ende von der Ortschaft. Halt nicht beim Bauernhof, sondern auf der anderen Seite. Also ich fahre eben den Unimog hin. Ah, ich sehe schon, bin schon da. Da kann man sicher Mist verkaufen. Da gibt's auch Düngepaletten. Ah nein, Saatgutpalette ist das. Hier bin ich noch nie direkt links abgebogen, weißt du das? Und ich habe gerade schon wieder Daisy-mäßig gedacht. Da hinten guckte gerade sowas ähnliches wie der Wasserkran aus dem Boden. Und ich sofort, hä? Hier war ich noch nie. Ich auch nicht. Sowas liebe ich so an Tourbuster. Da findet man auch noch über 100 Stunden. Das ist das Einzige, was schade ist, wenn du da reinschaust, das ist der Stall, da hat er den Boden nicht schön mehr gemacht. Hat er drauf pfiffen einfach. Das ist der Stall, der am Hof ist, ja, wo die Kühe drinnen sind. Und der Misthaufen hier schwebt auch. Ja, stimmt. Ha, egal. Wer weiß, dass da keiner herfahrt. Zumindest nicht hinterhalb. Aber sonst, ich meine, guck dir die Map an. Da wo, und das ist jetzt relativ zentral, ganz außerhalb, wo eigentlich auch nie jemand herkommt. Da ist alles auch noch perfekt. Aber ich glaube, gerade so in so Städten schaut man weniger nach. Ich kann mir auch vorstellen, dass der die Stadt vielleicht an einem Wochenende oder so gemacht hat. Und dann hast du irgendwann da, sage ich mal, weiß ich nicht, gerade keinen Bock mehr auf die Stadt. Und machst du dann aber doch nur irgendwie fertig. Oder irgendwie sowas. Also die Stadt schaffst du nicht an einem Wochenende, sitzt du länger dran. Ja, je nachdem, was der da, wenn er die ganzen Gebäude und sowas alles schon fertig hatte und die nur noch einfügt und platziert. Das dauert extrem lange, wirklich. Okay. Nicht diese Stadt, eine kleinere, so wie, ja, weiß ich nicht. Aber ja, nicht die, die ist echt riesig dafür. Ja, stimmt schon. Wurden die zurückgesetzt oder? Du musst ja auch Mini-Objekte platzieren und alles und das dauert richtig Zeit. Weil das geht. Aber immer ein bisschen verpackter. Leider. Ja, jetzt ist er am Hof. Eigentlich können wir, sobald halt Nico das Feld fertig hat, werden wir, denke ich, die Zeit vorspulen und dann später wieder ernten. Ja, weil auf dem Feld. Ja, Feld 7 kann der, weil Grubern stört er nicht. Ja, ich dünge das dann auch direkt. Das ist schon. Achso. Nee, das Feld ist. Das ist nur gedüngt. Feld 1 fehlt noch düngen.
Ja, da wollte ich eben noch den Dünger vorlaufen lassen. Wie die Düngerstreuergeräte. So. Aber nicht nur der Dünger ist voll, sondern auch der Part. Na dann. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.